Geschichte wird gemacht. Die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal 1848 und die Frauen. Dem Reich der Freiheit werbe ich Bürgerinnen. Hallo zusammen, ihr seid wieder in einer Geschichtssendung gelandet. Diesmal geht's um Frauen in 1848, dem Reich der Freiheit werbe ich Bürgerinnen, das habt ihr eben schon gehört. Dieses Zitat, dem Reich der Freiheit werbe ich Bürgerinnen, stammt ursprünglich von Luise Otto, die als Reaktion auf das, wie sich halt in der Revolution die Männer verhalten haben, eine eigene Zeitung gegründet haben und das war das Motto dazu. Aber da hören wir später mal was zu. Ansonsten? Also, völlig klar, von vornherein völlig klar ist ja, dass Frauen sich auf allen Ebenen in der Revolution beteiligt haben, 1848, 49 und natürlich auch auf allen Ebenen sichtbar oder sagen wir mal auf fast allen Ebenen, kommen wir später noch dazu. Selbstverständlich waren Frauen sowohl an exponierter Stelle als auch im Hintergrund tätig. Selbstverständlich kämpften einige Frauen gegen die Revolution, auch wenn die Mehrheit auf Seiten der Demokraten und Liberalen stand. Stimmungsmäßig erstaunlich ist, dass man sagen kann, mit der Revolution sind von den Männern sehr viel mehr frauenfreundliche Äußerungen überliefert als vorher. Das liegt relativ sicher daran, dass die Zensur weniger wurde insgesamt, abgemildert wurde zum einen, aber wahrscheinlich vor allem auch daran, dass gerade weil Frauen sich für ihre Rechte eingesetzt haben, die Männer sich in ihren politischen, sozialen, ökonomischen Privilegien bedroht sahen und meinten, die verteidigen zu müssen. Ja, das ist ja auch für heute vielleicht nicht ganz unüblich. Denkt da nur zum Beispiel an Wiglaf Droste, der von linker Seite kritisiert wird. Und das Einzige, was ihm dazu einfällt, ist halt auch so wie ein kleiner, gemaßregelter Schuljunge, leicht pubertär auf die Kritik zu reagieren. Also das ist in den 150 Jahren nicht unbedingt besser geworden. Genauso viel besser geworden ist auch die Situation von Frauen selber. Also es gibt auch heute wieder Kämpfe von Frauen für ihre eigenen Rechte. Das muss man sagen, war auch 1848 die andere Seite, nämlich dass Frauen plötzlich relativ plötzlich einen Spielraum gekriegt haben, sich tatsächlich für ihre Rechte einzusetzen. Daraus folgt auch, dass es einige Überlieferungen gibt in Protokollen, in Büchern, in Artikeln und so weiter, wobei man auch wiederum einschränkend sagen muss, dass das meiste davon von relativ renommierten bürgerlichen Frauen kommt, die auch im Vormärz schon aktiv waren, also die vorher schon Schriftstellerinnen waren und sich für die Rechte der Frauen eingesetzt haben. Ja, das ist natürlich auch eine feministische Forderung immer wieder, dass nicht irgendwie mal Frauen abgehandelt werden sollen, so nebenbei mal in einem kleinen Sonderteil, sondern dass Frauen eigentlich immer 50% der Geschichte ausgemacht haben und auch 50% der Geschichte eigentlich und der Geschichtsschreibung eigentlich immer darstellen müssten, was natürlich nicht unbedingt da ist. Wir versuchen das in unseren Sendungen immer irgendwie durchzuhalten und trotzdem zusätzlich jetzt hier halt diese Sondersendung zu Frauen zu machen. Ja, da gibt es natürlich Probleme bei der Überlieferung auch. Wegen der Zeitungen damals, die waren ja alle in Männerhand und haben die Stimmung reproduziert und produziert, die frauenfeindliche Stimmung. Das sind wichtige Quellen, vor allem für die unterbürgerlichen Schichten. Genauso ist es relativ schwierig und relativ lang, dass die Geschichtswissenschaft Frauen weitgehend ignoriert hat. Auch wenn es inzwischen doch einige Forschungen gibt, die eine folgende Struktur etwa erkennen lassen, so eine dreiteilige Struktur. Zum einen gibt es eine deutliche Differenz zwischen den oberen Schichten, also adligen und bürgerlichen Kreisen einerseits und andererseits den Unterschichten. Da ist zum Zweiten das strukturelle Element, dass es einen Grenzbereich gibt zwischen Teilen der Handwerkerschaft und Handwerkerinnenschaft und Kreisen von Facharbeitern, die ideologisch eher bürgerlich waren, aber ökonomisch eher arm waren, eher zu den Unterschichten gehört haben. Und zum Dritten ist auch klar inzwischen, dass Frauen aller Schichten sich entsprechend ihrer Möglichkeiten
beteiligt haben an den politischen Auseinandersetzungen jener Zeit. Ich bin der Lehrer für Geschichte und verkünde die Berichte, die auf uns gekommen sind, in der Schule jedem Kind. In der Schule jedem Kind. Caesar liebte fette Römer und Lucullus war ein Schlemmer. Erzherzog Johann war mehr Stein. Aber ich bin unparteiisch. Die Perser und die Griechen, die konnten sich nicht riechen. Die Säulen mag ich dorisch, sowohl ästhetisch als historisch. Ach, Italiens Renaissance, die versetzt mich fast in Trance. Nur das 20. Jahrhundert hat mich immer schon verwundert. Na 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 na. 3-3-3, bei Issos Keilerei. 1977 ist beileibe nicht so wichtig. 3-3-3, bei Issos Keilerei. Jetzt kommen wir erstmal zu den Unterschichten. Man muss sich das so vorstellen, dass die vor den Städten gelebt haben, in Barackensiedlungen. Heute würde man wahrscheinlich sagen in Slums, vor der Stadtgrenze. Dort in einer Art Ghetto. Die große Familien haben sich da nicht selten einen Raum geteilt, also 5 Leute in einem Raum gewohnt, der dunkel und feucht war oft, der als Küche gedient hat, Schlafzimmer, manchmal auch als Arbeitsraum, zum Beispiel wenn Heimarbeit verrichtet wurde, gewebt oder so Sachen. Und auch für Kleinvieh als Stall diente. Da ist es natürlich selbstverständlich, dass die Leute sich relativ viel auf der Straße aufgehalten haben und relativ wenig in der Hütte selbst, wenn es nicht sein musste. Das kann man auch so fassen, dass man sagen kann, die private Sphäre in dem Raum war relativ gering, wenig ausgeprägt, während die öffentliche Sphäre auf der Straße relativ ausgeprägt war. Und dort auch sehr viel geredet wurde, natürlich nicht nur mit Familienmitgliedern, sondern mit der ganzen Nachbarschaft und allen möglichen Leuten. Da sagt man dazu, dass die öffentliche Kommunikation, das ist eine öffentliche Kommunikation, sagt man dazu, und da ist natürlich auch Politik gemacht worden, das ist ganz klar. Und an der öffentlichen Politik auf der Straße haben die Unterschichten, die Frauen der Unterschichten selbstverständlich auch teilgenommen, ist ja klar, ich meine, die gehen ja da auch raus. Das bringt aber auch mit sich, dass die Politik, die dort gemacht wurde, hauptsächlich mündlich gemacht wurde, also nicht schriftlich über Zeitungen oder irgendwie so, sondern dass es hauptsächlich mündlich war und Zeitungen und Plakate und Karikaturen nur zur Anregung gedient haben. Das zeigt sich auch, dass das faktisch auch in Berlin in der Stadt stattgefunden hat, daran an Zitat, das wir jetzt bringen, das hat ein bürgerlicher Mensch, der an Berliner Gericht tätig war, eine rechtsliberale bis reaktionäre Zeitung geschrieben, so Ende März 48. Politisierende Frauen stehen an fast allen Straßenecken. Sie geben den unschuldigsten Worten, die sie von Vorübergehenden hören, häufig eine dem wirklichen Sinn entgegengesetzte Wendung. Die Frauen sind nicht von der Straße zu bringen. Fordert man sie an der einen Stelle auf fortzugehen, so gehen sie an eine andere Straßenecke. Oder sie tragen ihren Männern das Essen zur Arbeit und erzählen dort erfundene, verrückte Sachen, die dazu beitragen, die Aufregung zu erhalten. Also der Herr Zeller, der den Leserbrief da an die Zeitung geschrieben hatte, glaubt natürlich nicht, dass Frauen in irgendeiner Form eine eigenständige politische Meinung haben können oder eine Rolle spielen im politischen Leben. Gerade in der mündlichen politischen Kultur der Unterschicht gibt es natürlich Probleme, eigenständige politische Initiativen dann auch noch gerade von Frauen zu erkennen. Es kann aber überhaupt nicht bezweifelt werden, dass es die gab. Es gibt von Ende August 1848 aus Wien ein deutliches Beispiel. Man kann dazu sagen, in Wien wurden auch wie in Berlin
arbeitslose Menschen eingestellt und beschäftigt von der Stadt und vom Land, also in städtischen ABMs, würde man heute sagen. Nur in Wien, im Unterschied zu Berlin, wurden da auch Frauen eingestellt, ganz konkret Frauen. Ende 1948 hat dann die, in Anführungsstrichen, revolutionäre Regierung folgende Kundmachung bekannt gegeben. Das Ministerium der öffentlichen Arbeiten hat im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern den Beschluss gefasst, von der mit dem Erlasse vom 18. des Monats verfügten Ermäßigung des Taglohnes bei öffentlichen Arbeiten, und zwar auf 15 Kreuzer für Weiber und 10 Kreuzer für Personen unter 15 Jahren, in keinem Falle abzugehen. Ja, klar. Fleißigen Personen ist durch die eingeführte Akkordarbeit noch immer die Gelegenheit geboten, sich einen höheren Taglohn zu verdienen. Geh du doch mal arbeiten. Dagegen musste die Ermäßigung eintreten, um die Geldmittel nicht unnützerweise zu erschöpfen, welche notwendig werden dürften, um in der herannahenden, strengen Jahreszeit noch für die Arbeiter vorsorgen zu können. Wann habt ihr das getan? Arbeiterinnen mit einer großen Anzahl Kinder können überdies noch durch Brotbeteilung einer weiteren Unterstützung teilhaftig werden. Wien am 21. August 1848, der Minister der öffentlichen Arbeiten, Schwarzer. Also nach so einer Ankündigung, dass einfach so kurz mal gerade ein Drittel vom Lohn gekürzt wird, versteht sich's ja fast von selber, dass die betroffenen Frauen sich zum Protestzug formieren. Am selben Tag noch ziehen sie von den Vorstädten in die Stadt auch rein, und als sie da losgezogen sind, schließen sich auch immer mehr Männer von derselben Schicht an, also aus der Unterschicht an. Und der ganze Zug zieht dann so Richtung die ganzen zuständigen Ministerien und Gremien und so weiter, und die Frauen erklären den Gremien, dass sie eben einfach mit 15 Kreuzern nicht leben können. Es geht einfach nicht. Die Antwort damals war, dass die Nationalgarde aufgezogen ist und die Leute einfach vor die Stadt getrieben hat wieder, also nichts mehr raus. Natürlich haben sie das nicht hingenommen, sondern am Tag drauf sind sie wieder vor das Ministerium gezogen und haben halt wiederum nur gehört, dass die Lohnsenkungen einfach notwendig seien. Ja, das ist ja nichts Unübliches, das hört man ja heute auch immer wieder, egal wie reich es im Land gerade geht, die Kürzungen sind immer notwendig. Und sie sind natürlich immer gerade notwendig bei den Ärmsten der Armen, das ist klar. Ja, nur damals waren die Frauen und die Männer natürlich immer noch nicht zufrieden, sondern haben dann für den wieder nächsten Tag einen satirischen Zug organisiert, nämlich einen satirischen Leichenzug. Und da haben sie eine Puppe mitgeführt, die den Minister, der die Kundmachung, die wir gerade gehört hatten, rausgegeben hat. Also die Puppe stellte den Minister dar. Und auf die Frage, was denn die Puppe da soll, die mit dem Schild Kreuzerminister bezeichnet war, erklärten sie etwa Folgendes. Entschuldigung, darf ich mal fragen, was passiert ist, dass Sie eine Puppe des Arbeitsministers Schwarzer auf diesem Leichenzug mittragen? Der arme Mann hat 4 Kreuzer verschluckt. Am 5. ist erstickt. Also kurz nach der Demo, oder sagen wir schon während der Demo, kam es dann zu wirklich heftigen Auseinandersetzungen. Da wurde dann Militär in der Stadt zusammengezogen und auch wieder die Nationalgarde und Sicherheitswache und so. Und da ging es dann richtig zur Sache. Auch die Protestierenden haben da gekämpft und es kam zu mehreren Toten und Verletzten. Darunter natürlich völlig klar auch einige Frauen, wobei ich vor allem von verletzten Frauen weiß, von Toten habe ich halt keine Liste gefunden. Das Wiener Beispiel zeigt ganz klar, dass auch Unterschichtsfrauen politische Initiative ergriffen haben, wenn es um ihre Rechte ging, wenn sie die verletzt sahen und die es auch massiv nach außen getragen haben. Das Besondere an dem Fall ist vielleicht, dass das quellenmäßig ziemlich gut zu fassen ist, also dass der Fall sehr viele Quellen hat und man relativ viel sagen kann. Besonders ist sicher auch, dass so viele Männer in dem Fall sich solidarisiert haben und da mitgemacht haben. Allerdings sollte man aus der ganzen Aktion in Wien nicht schließen, dass jetzt so eine allgemeine Geschlechtsgleichheit, Gleichheit unter den Geschlechtern in der Unterschicht
geherrscht hat. Vielmehr war die Kultur der Unterschichten auch geprägt von einer Streitkultur, die sehr schnell in Gewalttaten umgeschlagen ist, also sowohl nach außen, aber eben auch nach innen. Das heißt, ganz viele Frauen haben auch unter der Gewalt ihrer Lebenspartner, ihrer Ehegatten ziemlich stark gelitten. Ja, das ist ja natürlich nichts Besonderes. Das haben wir heute ja immer noch so, dass die meiste Gewalt, die gegen Frauen ausgeübt wird, immer noch innerhalb von Beziehungen ausgeübt wird. Nur die Frauen der ärmsten Schichten wurden als Fast and Frightening, wie der L7-Hit gerade geheißen hat, auf der Straße gesehen. Natürlich waren auch einige Frauen aus bürgerlichen Kreisen auf der Straße unterwegs und auch normale Arbeiter, Arbeiterinnen, Frauenhandwerkerinnen und so weiter. Die waren vor allem dann auch bei vorher organisierten Demos viel da, aber auch spontane Sachen. Beispiel ist dann auch der sogenannte Lindenclub in Berlin. Lindenclub heißt der Club deswegen, weil er unter den Linden stattgefunden hat. Das war einfach so ein Treffpunkt, wo sich alle möglichen Menschen getroffen haben und sich über die neuesten Entwicklungen, politischen Entwicklungen ausgetauscht haben. Also Frauen waren von allen Schichten auch auf der Straße. Kommen wir zu einer ganz anderen Ebene, nämlich zur institutionalisierten Politik. Regierung, ganz kurz kann man sagen, es gab keine Frauenregierung, nirgendwo in ganz Deutschland, auch nicht in Frankreich, soviel ich weiß. Es wird nicht mal dran gedacht, aber und auch in der Paulskirche in Frankfurt und in der Preußischen Nationalversammlung in Berlin gab es keine einzige Abgeordnete. Aber es gab natürlich trotzdem einen Unterschied, und zwar in Frankfurt war es doch glatt erlaubt, dass Frauen zuhören durften. In Berlin war das nach einer Kampfabstimmung natürlich verboten worden, in Anführungsstrichen natürlich. Ausdrücklich ausgeschlossen, Frauen, freier Raum, war die Berliner Versammlung. Die Zuschauerinnen in Frankfurt hatten auch ziemlich Anteil genommen. Also erstens mal gab es eigene reservierte Plätze für die Frauen, die waren auch immer voll, die Plätze. Und die Frauen dort nahmen auch mit so Zischen und Zwischenrufen lebhaft Anteil daran. Es gab auch Frauen, die regelmäßig dahin gingen, also zu jeder Sitzung, wie zum Beispiel die Frau des damaligen englischen Konsuls in Frankfurt, die dann auch
nachher die ganzen Verhandlungen in der Paulskirche noch im politischen Club diskutiert hat. Man kann jetzt aber nicht sagen, dass die Frauen, die politisch da aktiv waren, immer Demokratinnen waren oder tendenziell eher Linke. Es gab auch einige rechte, reaktionäre Frauen, die politisch aktiv wurden. Nehmen wir mal wieder das Beispiel Berlin. Da gab es zum Beispiel den sogenannten Schlachtschiffverein, der also nur Frauen als Mitglieder zugelassen hat und die sich zum Ziel gesetzt hatten, ein Schlachtschiff für Preußen oder, falls das dann doch eingerichtet wird, für Deutschland zusammen zu betteln oder zusammen zu sammeln, Spenden dafür. Zum anderen gab es auch den sogenannten Frauenverein zur Abhilfe der Not unter den Kleinfabrikanten und Gewerbetreibenden. Der ist insbesondere deswegen auch interessant, weil sich dort die Frauen von konservativen Politikern oder konservativen Männern getroffen haben, die aufgrund der politischen Lage damals, also der Revolution, eben nicht mehr an die Öffentlichkeit gehen konnten. Also so quasi ein bisschen Stellvertreterpolitik haben die Frauen dort gemacht. Es gab natürlich auch exponierte Einzelfrauen reaktionär. Die bekannteste dürfte wohl die Ehefrau des preußischen König Wilhelm IV., die hieß Elisabeth, sein. Wie natürlich einige andere adlige und bürgerliche Frauen, aber wohl auch Handwerkerinnen. Thank you.
Die Mehrheit der politisch aktiven Frauen, das hatte ich ganz am Anfang schon gesagt, waren eher auf Seiten der Demokraten, also der Linken damals. Da ist auch sehr interessant das Verhältnis zwischen demokratischen Frauen und Männern, deswegen ein paar Takte jetzt dazu. Die demokratischen Clubs, also die allgemein, was sagt man, männerdemokratischen Clubs, haben gefordert, dass die Scheidung ermöglicht wird, in der die Ehescheidung ermöglicht wird. Hatte ich die Frage, ob sie das eher für sich oder eher für die Frauen gefordert haben, ne? Ja gut, wenn man dann noch dazu sagt, dass sie auch gegen die Gewalt in Ehe angehen wollen, in der Ehe angehen wollten, dann gibt es schon so den Impetus, dass das gegen die von Eltern vermittelte Ehe war. Also es sollte schon eher so eine Liebesehe als so eine Vernunftehe, hatten sie damit schon im Kopf. Also, Ich würde es halbwegs als progressiv einschätzen, die zwei Forderungen. Lässt sich auch drüber streiten, aber gehen wir mal weiter. Wie dem auch sei, lassen wir es einfach stehen. Die deutliche Mehrheit der Männer war aber gegen, also die kam gar nicht drauf, dass Frauen politische Rechte bekommen sollten. Also auf der politischen Ebene war das völlig absurd für die Männer in der Vorstellungswelt, Frauen zu beteiligen. Folgendes Beispiel verdeutlicht das auch. Das war im April 48, also noch richtig unter revolutionären Elan, wo Delegierte des sogenannten demokratischen Volkswahlclubs, Komitees heißt das, also auch so basisorientiertes Teil, zum damaligen liberalen Ministerpräsident Camphausen gegangen sind, um dort den Wunsch nach Direktorwahl, also ohne Wahlmänner dazwischen, ohne, also so wie man das heute in den USA kennt, so nicht, sondern so wie man das heute auch hier kennt, direkte Wahl. Also eine der zentralen Forderungen der Linken damals. Genau. Und ja, dann hören wir mal rein. Seine Exzellenz, Herr Ministerpräsident, wie ich nochmals betonen muss, können wir nur einer Verfassung zustimmen, die das Wahlrecht auf breitester Grundlage garantiert. Breiteste Grundlage? Da müssen Sie ja eigentlich die Frauen und Kinder auch mitwählen lassen. Exzellenz, geruhen, eine Karikatur aus dem zu machen, was ich aus tiefster Seele gesprochen habe. Also diese empörte Position, die der Vertreter des Volkswahlkomitees geäußert hat, wird auch in vielen demokratischen Clubs umgesetzt. Da haben dann Frauen oft kein Stimmrecht, kein Rederecht und sind sogar meist nicht zugelassen als Mitglieder. Eine Ausnahme oder die bedeutendste Ausnahme ist sicher die Arbeiterverbrüderung, die sich auch als Teil der demokratischen Bewegung oder die man so verstehen kann. Wir hören da mehr in dem Teil zur Arbeiterbewegung dieser Sendung. Ja, und damit ihr euch jetzt mal vorstellen könnt, wie das Verhältnis von politischen Frauen zur Arbeiterverbrüderung war, hört ihr jetzt ein Interview mit Luise Otto. Ja, wir haben einen technischen Kunstgriff gemacht und können euch jetzt ganz exklusiv ein Interview mit einer längst verstorbenen Person präsentieren. Ich möchte Sie zu Beginn fragen, wie Sie eigentlich als Tochter wohlbetuchter Eltern dazu kamen, eine ziemlich bekannte Advokatin der Arbeiterin zu sein. Dafür gibt es ein zentrales Erlebnis in meinem Leben, und zwar war ich 1840 in Schlesien, habe meine Schwester besucht, und dabei hatte ich die Gelegenheit, Heimarbeiterinnen zu sehen und habe beobachten können, dass ihre Lage ganz, ganz schrecklich ist, noch viel, viel schrecklicher als die ihrer männlichen Leidensgenossen, und dass die Frauen gar nicht in der Lage dazu sind, sich für ihre Rechte einzusetzen, und das hat mich dann veranlasst, als Christin mich für ihre Rechte stark zu machen. Die Revolution schien ja zumindest anfänglich Ihren Vorstellungen ziemlich Auftrieb zu geben. Sie haben sich in einige Auseinandersetzungen eingemischt und standen der Arbeiterverbrüderung ziemlich nahe. Können Sie uns dazu Näheres erzählen? Ja, die Arbeiterverbrüderung ist ja eigentlich die einzige Organisation, die sich für die Rechte der Frauen erstmal stark gemacht hat und die auch versucht hat, auf zumindest von den Willensäußerungen her, wollten sie auf regionaler Ebene Ausschüsse für Arbeiterinnen und für deren Situationen einrichten und etablieren. Und sie gaben mir auch die Möglichkeit, auf in ihren Organen, in ihren Publikationsorganen meine Positionen zu veröffentlichen. Das fand ich schon sehr positiv. Aber inzwischen, so hört man, sind sie doch deutlich kritischer geworden. Ja. Und zwar, was ich gerade auch schon im ersten Satz angedeutet habe, ist, dass es vor allem auch Willensäußerungen waren von der Arbeiterverbrüderung, dass es sich in der Praxis relativ wenig durchgesetzt hat. Also in der Summe sind sehr wenige Frauen überhaupt im Arbeiterverein, in der Arbeiterverbrüderung organisiert. Dann auf den Führungsebenen sind
gar keine Frauen zu sehen und die Arbeiterverbrüderung als solches tut sehr wenig für die Bildung, aber auch für die Agitation von Arbeiterinnen. Das heißt also, dass Sie sich doch ein bisschen von der Arbeiterverbrüderung inzwischen, also abgesehen davon, dass sie inzwischen auch nicht mehr so existiert, richtig, aber Sie distanzieren sich doch von der Politik der Arbeiterverbrüderung. Ja, zum einen, dass sie, ist, denke ich, ganz wichtig, dass sie ab 1849 sich dem Kommunismus hingewandt haben, was ich finde, dass das die sittlichen Grundlagen verlässt, auf der Ebene ich meines Erachtens finde, dass Frauen sich befreien können, nur die einzige Grundlage. Und dann im Allgemeinen Handwerksvereine, Arbeitervereine sich sehr unsolidarisch verhalten zu den Arbeiterinnen. Sie kümmern sich im Prinzip gar nicht darum, wie es ihren Frauen geht, wie es ihren Schwestern geht, ihren Töchtern geht. Und diese Ignoranz bedrückt die Arbeiterinnen natürlich, sodass sie sich auch von der Organisation als solches abwenden, ist ja klar. Aber Resignation ist insgesamt doch eher nicht ihr Ding. Dem Reich der Freiheit werbe ich Bürgerin, heißt ja das Motto ihrer Zeitung. Das heißt, sie machen weiter? Ja, selbstverständlich, denn nur weil einige Männer meine Positionen nicht teilen oder viele Männer meine Positionen nicht teilen, heißt das ja noch lange nicht, dass diese Positionen falsch sind. Und wenn Männer sich nicht mit uns an dem Kampf beteiligen zur Befreiung von Frauen im Allgemeinen und Arbeiterinnen im Besonderen, dann sollen Frauen es eben alleine weiter durchkämpfen. Da stehen Sie ja auch nicht ganz alleine. Ich meine, es gibt ja mehrere Kämpferinnen für die Rechte der Frau, beispielsweise Frau Anneke aus Köln oder Frau Esten aus Berlin. Können Sie sich vorstellen, mit denen zusammenzuarbeiten, um vielleicht mehr erreichen zu können? Hören Sie mir auf mit dieser Person, dieser Esten. Ihre liederliche Lebensweise, die in keiner Art und Weise nach den Gesetzen den Gesetzen Gottes lebt. Diese Person wird weder für sich noch für andere Frauen im Allgemeinen irgendwie eine Freiheit erringen. Das können Sie mir glauben. Frau Otto, vielen Dank für dieses Interview. Also in der Tat hielt der Chef der Arbeiterverbrüderung, Stefan Born hieß der, und weite Kreise mit ihm, also weite Kreise aus Handwerker und Arbeitern, Frauen nicht befähigt für ein Wahlrecht. Das hat der Stefan Born daraus abgeleitet, dass die Familie zur sogenannten höheren Zivilisation gehört. Und Familie hat er sehr bürgerlich verstanden, also Frauen zu Hause, also kein Wahlrecht. Immerhin hat aber die Arbeiterverbrüderung sich für die soziale Lage von Frauen eingesetzt, also dass es denen wenigstens halbwegs besser geht oder so mehr oder weniger jedenfalls eingesetzt. Das war anders in anderen Arbeiter- und Handwerksvereinen und Verbänden, die sich auch während der Revolution sehr deutlich gegen Erwerbsarbeit von Frauen überhaupt ausgesprochen haben. Da kann man zum Beispiel sagen, dass im März und April 48, also zur Hochzeit des revolutionären Elans, in Berlin immerhin ein Drittel aller organisierten Arbeiter ausdrücklich, also zum Beispiel in Petitionen, Bittschriften, Forderungskatalogen und so weiter, geäußert haben, dass bitte Frauen nicht erwerbstätig sein sollen. Die haben das halt als Konkurrenz gesehen, als lohndrückende Konkurrenz für Frauenarbeit. Vor dem ganzen Hintergrund ist es natürlich ziemlich logisch, dass linke Frauen, also demokratische Frauen, ihre eigenen Clubs irgendwann mal gründen und demokratische Frauenvereine dann aufbauen. Die gab es über ganz Deutschland wegverteilt, also in Berlin gab es zwei, in Mainz einen und so weiter. In Wien gab es auch einen, der am 28. August gegründet wurde, nach der Demo übrigens, also in direkter Reaktion auf die Demo. Die wir eben mal hatten, wo es um die Lohnkürzung für Frauen ging, ne? Genau, ja. Die Frauen, die den gegründet haben, wollten mit den Frauen, mit den Arbeiterinnen solidarisch sein, also sich direkt da solidarisieren. Und schon bei der Gründungsversammlung, das ist auch relativ gut dokumentiert, mussten die Frauen, die den Verein gegründet haben, ziemlich Spott über sich ergehen lassen von Männern, die das einfach lächerlich fanden. Und die wurden einfach belächelt. Der Verein hatte eine recht typische politische und so Zielsetzung insgesamt, war auch relativ typisch strukturiert. Wir hören einfach mal einen Auszug aus der Satzung. Paragraph 2. Die Aufgabe des Vereins ist eine dreifache, eine politische, eine soziale und eine humane. A. Eine politische, um sich durch Lektüre und belehrende Vorträge über das Wohl des Vaterlandes aufzuklären, das demokratische Prinzip in allen weiblichen Kreisen zu verbreiten.
die Freiheitsliebe schon bei dem Beginne der Erziehung in der Kinderbrust anzufachen und zugleich das deutsche Element zu kräftigen. B. Eine soziale, um die Gleichberechtigung der Frauen anzustreben, durch Gründung öffentlicher Volksschulen und höherer Bildungsanstalten, den weiblichen Unterricht umzugestalten und die Lage der ärmeren Mädchen durch liebevolle Erhebung zu veredeln. C. Eine humane, um den tief gefühlten Dank der Frauen Wiens für die Segnungen der Freiheit durch sorgsame Verpflegung aller Opfer der Revolution auszusprechen. Paragraph 10. Unter den Mitgliedern darf kein Standesunterschied gelten. Man sagt einfach Frau und Fräulein. Verheiratete Frauen haben vor den Unverheirateten keinen Vorzug. Paragraph 32. Für jeden Vorstadtbezirk Wiens soll eine Kommission, wie möglich aus Mitgliedern, die in dem betreffenden Bezirk wohnen, ernannt werden. Diese verstärken sich durch Gehilfinnen und gründen zu dem bloß humanen Zwecke des Hauptvereins Zweig- oder Filialvereine. Also die Satzung ist, wie gesagt, relativ typisch für die demokratischen Frauenvereine im damaligen Deutschland oder auch Österreich. Der Wiener Frauenverein hatte nur 40 Mitglieder, 40 bürgerliche Frauen. Es ist nicht bekannt, dass Arbeiterinnen dort dabei gewesen wären. Und er konnte sich überhaupt nur 2 Monate in der Öffentlichkeit äußern. Also so Ende August ist er gegründet worden. Und im Oktober 1948 ging es in Wien ja dann schon um die Verteidigung der Revolution. Da hat der Wiener Frauenverein ein Amazonenkorps sogenanntes aufgestellt. Also das war ein richtig geordneter Verband, militärischer Verband von ausschließlich Frauen zur Verteidigung der Revolution. Auch das ist relativ typisch. Es gab in Mainz beispielsweise auch, als es darum ging, die Revolution zu verteidigen, Frauenverbände, die vom Frauenverein aufgestellt wurden. Und auch in Berlin gab es ähnliche Entwicklungen. Natürlich gab es die ganze Zeit über neben den demokratischen Frauenvereinen und den reaktionären Vereinen die sozial-karitativen Vereine, die schon im Vormärz vorher gegründet wurden, das heißt so Versorgungsvereine für irgendwelche Leute, beispielsweise in 1830er der gegründete Verein zur Versorgung von Flüchtlingen aus Polen, vom dortigen Befreiungskampf geflüchtet. Und dann aber auch, und das ist glaube ich doch relativ wichtig, dass Vereine, Frauenvereine gegründet wurden zur Versorgung der Angehörigen derjenigen Kämpfer und Kämpferinnen, die ins Exil gehen mussten. Also da sind dann Lebensmittel für die Angehörigen gesammelt worden und andere Vereine haben auch Verbandsmaterialien gesammelt und bei Bedarf zur Verfügung gestellt und halt all das, was so karitative Vereine machen. Ja, das ist vielleicht auch nicht unbedingt für heute untypisch, weil es immer noch ja so, dass hinter den Männern, die die Politik machen, wie nun immer, ob nur in Parteien oder woanders, auch oft genug selbst in der radikalen Linken irgendwo vielleicht noch eine Frau im Hintergrund steht, die mehr oder weniger das überhaupt erst ermöglicht, weil halt die Frau dann im Hintergrund den Männern den Rücken irgendwie frei hält. If it's a man's world, then I'm glad I'm a girl. Everybody happy now. It's a
everybody happy now. It's a man's world, and I'm glad I'm a girl. If it's a man's world, and I'm glad I'm a girl. Vielleicht ist es noch ganz sinnvoll, zu ein paar einzelnen Frauen, zu exponierten Frauen ein paar Sachen zu sagen. Einfach so, um ein Bild zu kriegen, wo die überall aktiv waren und mit was. Louise Aston hat man schon mehrfach von gehört. Die war schon im Vormärz, also vor der Revolution, als radikale Frauenkämpferin aufgetreten. Sie nahm im April, Mai 1948 im deutsch-dänischen Krieg auf deutscher Seite teil. Im deutsch-dänischen Krieg ging es darum, dass Schleswig zu Deutschland oder zu Dänemark kommen soll und Holstein. Sie wurde da verwundet und kehrt nach Berlin zurück. Dann hat sie regen Anteil genommen an dem politischen Leben dort, hat viele politische Clubs besucht, stand einem Friedrich Wilhelm Held nahe, das war so ein populistischer Sozialreformer, auch mit ziemlich großem revolutionären Elan, und gab im November 1948 eine Zeitschrift raus, die hieß Der Freischärler. Das war auch eine radikale demokratische Zeitung, die allerdings nach 7 Ausgaben verboten wurde, die Zeitschrift, und Louise Aston zum zweiten Mal aus Berlin ausgewiesen wurde. Ich meine, das ist auch heute nichts unbedingt Ungewöhnliches, weil auch heute ist es so, dass die Leute, die keinen deutschen Pass haben in diesem Lande, wenn sie sich politisch aktiv beteiligen an irgendwelchen Sachen, schnell mal ausgewiesen werden können. Das ist nicht unbedingt was Altes, was es heute nicht mehr gibt. Franziska Mathilde Ernecke, auch sie war eine exponierte Kämpferin für die Interessen der Frauen schon im Vormärz. Im Juli 1948 hat sie eine Zeitung herausgegeben, nämlich die Neue Kölnische Zeitung, nachdem ihr Mann wegen politischen Aktivitäten verhaftet worden war. Als die kurz darauf verboten wurde, gab Frau Anneke die erste deutsche Frauenzeitung raus, also die erste Frauenzeitung auf deutschem Boden in Köln, und zwar gab es von der nur 3 Ausgaben. Sie wurde dann auch verboten, die Zeitung. Später, also 1949 in den Kämpfen um die Reichsverfassungskampagne, wo es darum ging, die Revolution zu retten, kämpfte sie als Ordonnanzoffizierin, also an exponierter Stelle auf Seiten der Demokratischen, der Revolutionäre und Republikanerinnen mit. Lucy Lenz ist eine Berlinerin, die am 18. März auf den Barrikaden mitgekämpft hat, wahrscheinlich. Sie verfasste im April 1948 ein Flugblatt zur Unterstützung der Lohnkämpfe der Männer, also wendet sich dann den Arbeitern und Arbeiterinnen zu, und nahm am 14. Juni in Berlin bei dem Sturm auf das Zeughaus in Männerkleidung teil. Da ging es darum, dass die Volksbewaffnung auch bis zu den Arbeitern und Unterschichten durchgesetzt werden soll. Da hat sie mitgekämpft. Schließlich war sie Vorsitzende des Frauenvereins Germania. Der Frauenverein war eine Abspaltung vom Demokratischen Frauenclub und schloss Männer ganz aus, war wohl politisch etwas radikaler als der Demokratische Frauenclub. Was ja der Name nicht unbedingt vermuten lässt. Nee, heute wird man das eher andersrum erschätzen. Ja. Amalia Strufe kämpfte in Baden vor allem wieder für Freiheit, Bildung und Wohlstand für alle. Sie meinte da auch alle. Sie spielt eine zentrale Rolle in dem Fakt, dass im April 1948 große Teile der badischen regulären Truppen zu den Aufständischen übergelaufen sind. Die Offiziere von den Einheiten, von den jeweiligen Einheiten, sind zu ihr gekommen und haben sie um Rat gefragt, was sie denn machen sollen in den Auseinandersetzungen. Sie konnte eine ganze Menge davon überzeugen, doch zu den republikanischen Aufständischen zu gehen. Im September 1948 gab es in Baden nochmal einen Aufstand, wo sie auch beteiligt war. Da wurde sie verhaftet. Im Mai 1949 schließlich begnadigt. Da hat sie sofort die Zeit genutzt, um in Rastatt für die Demokratie und Republik die Leute zu agitieren, und nimmt wieder an Aufständen teil, die dort stattgefunden haben in Baden,
bis zum Ende. Sie wird von der Reaktion als Schreckbild der Amazone, also so die kämpfende Frau, das ist was ganz Schlimmes in den Köpfen der Bürgerlichen. Sie ist quasi der Prototyp für die Leute dazu. Emma Herweg lebte mit ihrem Mann, Ehemann 48 im Pariser Exil. Sie kehrt als Kundschafterin der Deutschen Demokratischen Legion im April 48 nach Baden zurück. Die Deutsche Demokratische Legion setzt sich aus politischen Flüchtlingen, deutschen politischen Flüchtlingen zusammen, die nach Paris geflohen sind, weil sie ihre demokratischen Vorstellungen hier nicht verwirklichen konnten. Sie war ziemlich voll Widerwillen gegen das Spießbürgertum, das sich aus Feigheit zu keiner politischen Position bekennt. Sie wird auch sie wird auf demokratischer Seite mehrfach als Vorbild einer Frau, einer demokratischen Frau, die frei sein will, stilisiert und dargestellt und muss im April 48, nachdem der Hackerzug, wo die Demokratische Legion eingegriffen hat, wieder ins Exil gehen. Das war natürlich nur eine kleine Auswahl von bedeutenden Frauen, die mit bedeutenden und weniger bedeutenden lang verlängert werden könnte. Dazu gehört auch Luise Dittmar, Claire von Glümer, Bettina von Arnim, Fanny Lewald, Johanna Kinkel, Malvida von Meißenburg, Katinka Zietz, Amalie Ahrens, Amalie Bamberger, Anna Letour, Julia Hafel. Von Müller, Magdalene Lang, Elise Plenker, Caroline Freifrau von Perrin. Mensch merkt, dass es nicht nur einzelne Frauen waren, sondern dass Frauen wirklich massenhaft und überall in allen Kämpfen dabei waren. Viele von den Frauen waren natürlich auch in bewaffneten Kämpfen beteiligt, das hat man ja auch gerade schon bei der Aufzählung vorher gemerkt. Auf den Barrikaden von Berlin haben einige mitgekämpft, Frauen direkt mit Gewehren und sonstigen Waffen in der Hand, aber auch wichtig waren da zum Beispiel Bleigießerinnen, die die Scheiben rausgenommen haben und Kugeln gegossen haben, also die Scheiben waren mit Blei eingefasst und das konnte man leicht einschmelzen und Bleigießen. Oder Dienstmädchen waren im Haus ihrer Herrschaft und haben irgendwelche fliehenden Aufständischen versteckt
oder weitergeleitet, irgendwie so. Es ist ziemlich schwer einzuschätzen, wie viel Frauen konkret mitgekämpft haben auf den Barrikaden, nicht nur in Berlin, sondern auch sonst wo, weil viele von den bürgerlichen, konservativen Kreisen einfach nicht dran geglaubt haben, dass Frauen militant kämpfen können. Dagegen konnten sie sich überhaupt nicht dagegen sträuben, gegen die Tatsache, dass in Wien der geordnete Kampfverband der Amazonen von dem Demokratischen Frauenclub da war. Da gab es auch mehrere, zum Beispiel in Mainz gab es einen Demokratischen Frauenclub, der auch ein Frauenbataillon aufgestellt hat. Auch in Baden, in den Aufständen die ganze Zeit in Baden, gab es eine Menge Frauen, die mitgekämpft haben, Emma Herweg und Amalie Struve zum Beispiel als kommandierende Offizierin, und auch Löse Esten, wie gesagt, war da schon dran beteiligt. Neben all dem waren sie natürlich überall sonst auch noch an Kämpfen beteiligt und haben zum Beispiel Munition durch die Linien in belagerte Festungen gebracht. Frauen hatten damals weiterhin auch sich an den Aufständen beteiligt, die um
Brotpreise ging, um Getreidepreise und so Sachen, also die ihr Gerechtigkeitsempfinden, Versorgungsgerechtigkeit verletzt haben. Da waren sie genauso beteiligt in der Revolution wie vor der Revolution auch. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Frauen an politischen als auch an militärischen Kämpfen beteiligt waren, dass sie überall gekämpft haben, gefangen waren, erschossen wurden, ins Exil getrieben wurden. Auch wenn sie durchgreifend nicht viel erreicht haben, bis gar nichts erreicht haben, wir kommen im letzten Teil schließlich noch dazu, haben sich die Kämpfe sicher auch gelohnt. Nicht viel erreicht haben sie wohl, wegen anti-emanzipatorischen Denken, das eigentlich durch weite Teile der Männer, also aller Lager, durchgegangen ist. Ja, und das ist natürlich auch nichts Neues, das haben wir heute auch. Jetzt wollen wir auch zum Schluss kommen und zum Schluss wollen wir euch ein Häppchen, ein Zitat bringen, das genauso gut heute auch noch passieren würde. In dem Sinne, Geschichte wird gemacht. Guter Freund, Herr Minister, es ist eben vergebliche Arbeit und Liebesmühe, die Weiber eines Besseren belehren zu wollen, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben. Sie verstehen ganz und gar nichts von staatspolitischen Notwendigkeiten. Ihnen fehlt die Möglichkeit zur Einsicht. Langes Haar, kurzer Verstand. Sie verstehen schon, Herr Minister. Das war Geschichte wird gemacht, die Radiosendung gegen das Vergessen. Verpasst habt ihr jetzt Frauen in 1848, dem Reich der Freiheit werbe ich Bürgerinnen